Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei Turn-On. Ich bin hier alleine und ich habe auch keine mutierten Hände. Jens ist auch wieder hier. Hallo. Wer ist von uns beiden jetzt Jens? Naja, also wir haben hier das Surface 3, nicht das Pro 3, sondern das 3 mit schwarzem Type-Cover, das sich auf der Rückseite befindet. Ein Set für momentan 749 Euro bei Saturn. Und ziemlich schwer. Übrigens, ich bin der mit den Katzenkratzern hier auf der Hand. Genau, ich bin der mit den Das ist ziemlich schwer und kommt in mehreren Varianten auf dem Markt. Ja, ist richtig. Drei, wenn ich es richtig gesehen habe. Das kann gut sein. Einmal mit dem i5 etwas stärker und der i7. Bei dem Pro. Nicht bei dem 3. Hier hast du nur einen Intel Atom drin. Ach, ist das aber so. Sonst warst du richtig. Okay, gut. Passt. Doch, i5, i7 noch, das könnte passen. Also dieses RT haben sie jetzt erstmal sein lassen. Ja, aber der hier, genau, ein RT gibt es ja in dem Sinne nicht mehr. Aber so. Wir haben ja auch hier unterschiedliche Versionen. Wir haben ja 64 GB, wir haben 128 GB und wir haben, glaube ich, noch eine mit 4 GB. Welche Version das ist, müsste ich jetzt recherchieren. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man da noch Windows drauf hat. Bei 128 GB ist das ja schnell voll, das Ding. Absolut. Selbst bei 64 ist schon knapp. Ah. Wir packen es mal aus, damit ihr seht, was in dem Ding überhaupt drin ist. Dafür drehen wir es mal wieder in deine Richtung. Mhm. Und ich... Nee, du hast, übersiehst ein Detail. Pass auf. Probier's nochmal. Damit es nicht rausfällt. Mhm. Oh. Macht Sinn. Oh mein Gott. Jetzt war ganz ab. Na gut. Ah, jetzt. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. So. Das ist ja irgendwie doppelt gemoppelt. Warte, das müssen wir nochmal machen. Das geht nämlich so. Pass auf. Ja, so. Ich lerne noch. Ja. Dann haben wir hier wieder so ein Klebeding. Mhm. Aber ich glaube, die kannst du sogar zusammenlassen. Das ist gar nicht so schlimm. Okay. Dann haben wir hier oben wahrscheinlich genau das Surface. Absolut. Und hier. Oh. Die Tastatur. Genau. Die ist hier so drinnen eingeklebt, ja, oder? So. Jetzt kommt noch ein Kleber. Boah. Und zwar der. Gott. Schon das fast gut. Schon fast gut. Ja. Aber irgendwie. Ja, na ja. Oh. Ja. Sieht man, kriegt man das aufs Bild? Das ist knapp. Ja, machen wir so. Ja, so. So. Dann haben wir hier noch ein kleines. So, Zettelchen, das ist eine Tastatur. Anleitung, ja, das kann man damit schon Dinge aufschreiben. Genau. War gut, ne? Das war gut. Das war, gut, das war ja. Wesentlich besser. Dann haben wir hier die Tastatur mit einem Connector und das Ding wurde, aua, mir schon gesagt, es riecht. Ja, ist das, das riecht. Ja, es ist sehr komisch. Süßlich, beißend, penetrant, fast schon Ammoniak-Style. Gummi halt. Ja, gut. Das schmeiße ich jetzt aber nicht. Das darfst du schmeißen. Dann haben wir hier das Surface. Was ist da noch so drin? Genau, das haben wir so eine Pappen. Weil das ist ja schon ziemlich viel hier irgendwie, ne? Ja. Hier nochmal wahrscheinlich die normale Anleitung. Genau. Es kurze Anleitung, Quick Start Guide. Ja, das übliche Gedöns. Mhm. Hier ist noch ein Stift mit dran. Ist da auch ein Stift mit drin? Nee, eine Anleitung für den Stift. Den Stift gibt es nur beim Pro tatsächlich. Ach, ist das so? Yes. Warum werde ich denn darauf hingewiesen, dass es das gibt? Damit ich es kaufe. Ja, wahrscheinlich. Ah. Und als Hinweis, dass du es damit nutzen kannst. Nur weil da nicht Pro im Namen steht, heißt es nicht, dass es nicht geht. Boah, so viele Fehler. Gut zu wissen, dass es geht, ne? Genau. Jetzt haben wir noch einen Eierkarton. Und du hast noch eine Klappe vergessen. Die hier wahrscheinlich. Ganz genau. Ja, ja. Das ist ja wie ein Überraschungsei hier. Genau. Und eine Neuerung fällt dir auch auf. Während die Netzteile früher so ausgesehen haben, in etwa, von dem Surface, ist es jetzt. Tatsächlich ganz klassisch ein. Jetzt kommt das, meine Damen und Herren. Hier gibt es Gewinne, 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 Gewinne. Wollt für 5 Mark nochmal von vorne. Ihr seht es ja sogar schon hier. Es ist erstens nicht mehr fest gekoppelt ans Netzteil, sondern es ist jetzt, heilige Maria Mutter Gottes, ein Micro-USB-Anschluss. Also kannst du auch jedes normale andere Kabel dafür. Ganz genau. Du brauchst nicht diese komische Abart abgewinkelt mit so einem dicken Kopf. Du könntest irgendein Netzteil, zum Beispiel einen iPad-Ladestecker nehmen und ein Micro-USB-Kabel vom Samsung Galaxy und das dann hier an das Surface klemmen. Der Output liegt bei 2,1 Amperestunden. Amperestunden? Ampere. Milliamperestunden. Milliamperestunden, das war's. Das kriegst du auch mit normalen, Netzteilen. Aus dem Kopf weiß ich, der iPad-Ladestecker ist bei, auch irgendwo bei 2 rum. 2,1, 2,3, das ist mit den Quick-Charge-Ladegeräten momentan auch so der Standard. Ganz genau. Das zeig mal weg. Das war gut. So, was haben wir hier noch? Das ist also momentan alles in dem Basic-Set drin bei dem Surface 3. Und ein bisschen hübsch. Das ist jetzt hübsch. Jetzt ist es richtig hübsch. Toll, oder? So, genau. Und wir, beziehungsweise ich, werden mir das Ding jetzt mal im Detail anschauen für euch. Und dann wird es auch entsprechend ein Review geben. Aber das reicht mir noch nicht. Tja. Das ist langweilig. Das ist ja die Alternative zu einem Gerät, was wir jetzt schon kennen. Oder was jetzt vor kurzem vorgestellt wurde. Ja. Von einem Unternehmen aus Cupertino.
Wir haben ja noch was dabei, was ähnlich funktionieren kann. Und zwar das hier, ein MacBook. Es ist nicht irgendein MacBook. Einige von euch werden wahrscheinlich auch mein Review auf meinem Kanal schon gesehen haben. Da ging es ja um die kleinste Konfiguration. Hier haben wir jetzt, wenn wir auch mal auf die Rückseite schauen, Jens. Das dicke, fette MacBook 12 Inch Space Gray mit der 1,3 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Konfiguration. CTO, Internal Configured Gedöns. To Order, so heißt es ja schönerweise. Genau. Ah, okay. Und ja, laut ersten Benchmarks im Internet sollte man ja erahnen dürfen, dass es sich ja hier um einen ordentlichen Performance-Boost handelt. Hoffentlich. Ja, ob das so sein wird, weiß man ja noch nicht, das muss man erstmal testen. Wir packen ja aber erstmal noch aus. Verpackung können sie auf jeden Fall. So, es kommt raus. Oh. Ja gut, es ist halt ein MacBook. Ist noch warm. Aber es ist schön dunkel. Transport. Es hat eine schöne Farbe, muss ich sagen. Es ist nicht mehr dieses Helle, was man sowieso schon von den ganzen MacBooks kennt, sondern es ist was anderes, wie von dem iPhone. Genau, richtig. Das iPhone davor, genau die Farbe? Das iPhone 5 müsste es sein. Gibt es auch noch in Silber, das klassische Silber und in Gold, beziehungsweise das Gold ist ein bisschen matter, nicht so das wie beim iPhone bzw. iPad, ein bisschen dunkler. Hm. Hätte jetzt auch keine Vergleichsfarbe, ehrlich gesagt, aber ja, ja. Vielleicht kriegen wir das auch eines Tages mal ran, hier mal so zum Zeigen. Irgendwann. Ja. Aber es ist auch noch mehr drin. Wir haben ein ganz normales Netzstecker-Gedöns mit einem Output von Ist immer noch frisch. 0,75. Das sind auch die etwas größeren. Das sind die etwas größeren Netzteile. Theoretisch könnte man es denken, das sieht ja aus wie so ein iPad-Ladestecker. Ja, nee. Ist es aber nicht. Man darf sich nicht täuschen lassen. Es ist mit USB-C-Anschluss. Das sieht man hier auch am Kabel. Das ist das schöne Ding, was man beidseitig hineinstecken kann. Genau. 2 Meter langes USB-C-Kabel ist mit dabei. Da würde man sich jetzt auf der einen Seite fragen, schade, da war es ja früher schöner, dass man hier auch mit dabei immer diesen Verlängerungsaufsatz hatte. Ne? Man konnte diesen Nupsi abmachen und so ein Kabel ranstecken. Und dicke. Dann hast du nochmal irgendwie 1,5 oder 2 Meter mehr Kabel fürs Wohnzimmer. Aber die denken sich jetzt, nein. Habe ich beim MacBook Tatsache erst ein Jahr später herausgefunden, dass da noch ein zweites Kabel drin, ne? Ja, ist blöd. Schade. Nee, jetzt bist du beschränkt. Ja. Ne? Aber dafür kann man das wahrscheinlich in Zukunft auch für andere Geräte benutzen. Und man kann es auch theoretisch, wenn man jetzt ein USB-C auf USB-Kabel hat, es auch mit mobilen Akku laden. Ne? Weil das ist geil, ja. Das, was hier rauskommt, entspricht ja auch ungefähr einer Leistung dieser großen Powerbanks. Ja. Und dann wäre das theoretisch auch möglich. So. Ja, ja. Philosophische große Themen, die wir jetzt testen, probieren werden in nächster Zeit. Was vor allem hier interessant ist, ist ja immer noch diese neue Tastatur, ja, und dieses neue Touchpad, was ja eigentlich keine Vibration mehr hat. Kann man das sehen? Ja, das kann man sehen. Ja? Kann man sehen. Man hat keinen Weg, keinen mechanischen Weg. Ja, das ist einfach, ist es eine Vibration? Was passiert da genau? Ja, es ist eine Vibration. Es ist eine Magnetspule, die beim Betätigen aktiviert wird und vibriert. Also es fühlt sich also an, als würde man hineindrücken, man tut es aber nicht. Genau das. Sondern der erkennt, dass man etwas stärker drückt und es vibriert dann. Genau, das kann man ganz einfach selbst testen. Also wenn ihr jetzt so ein MacBook habt, ihr macht das Gerät einfach aus, schaltet es komplett aus, drückt drauf und nichts tut sich. Das ist halt ein lustiger Effekt. Das ist sehr verstörend. Ja, so ist das. Lädt also auch ein zum Testen. Ne? Das ist jetzt wahrscheinlich bei uns das längste Unboxing der Welt. Geil. Deswegen an dieser Stelle checkt auch andere Unboxings von uns aus, beziehungsweise Turn on News haben wir unten mal alles verlinkt. Daumen hoch. Und besucht uns auch auf www.turn-on.de. Genau, für noch mehr Infos und Videos zum Thema Technik. Ah, mein Gott. So, dann geht's ans Testen. Und los!